Hi, ich grüße euch zu einem neuen, ich hätte beinahe After Effects Tutorial gesagt, zu einem neuen Photoshop Tutorial. Und zwar werden wir heute den Himmel austauschen von einer Fotografie. Es kommt ja immer mal wieder vor, dass man jetzt zum Beispiel von einem Objekt ein Foto macht, und der Himmel nicht optimal ist. Man sieht es jetzt bei dieser Burg. Wenn man mal genau hinguckt, das ist immer im Hintergrund, leichte Schleierwolken. Und wenn der Kunde dann sagt, ich will eigentlich da einen ganz blauen Himmel, dann kann man also wie in diesem Fall ein Foto eines ganz blauen Himmels verwenden, um den zu ersetzen. Wie das Ganze im Photoshop funktioniert, ist relativ einfach. Die schnellste Art und Weise, das zu tun, ist, man nimmt das Schnellauswahlwerkzeug. Da gibt es ein Tutorial von mir, wie man das verwendet und für was man das verwendet. Und dann kann man die Pinselgröße, je nachdem, wie man es braucht, ein bisschen größer machen oder kleiner. Das geht dann mit der Taste Ö und mit der Taste Raute. Kann man kleiner und größer machen. Und dann fährt man einfach mal so drüber. Und dann erkennt das Programm automatisch, ja, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit schon, was ich eigentlich auswählen will, weil die Farbkontraste untereinander unterschiedlich sind und der Algorithmus erkennt, was ich auswählen will. Jetzt gibt es natürlich ein paar Fleckerl. Wenn man da mal das Lupen-Tool nimmt und da mal reingeht, dann sieht man also, dass zum Beispiel die Turmspitze nicht optimal ist, aber da kann man ja dann nacharbeiten, indem man das Ganze dann noch ein bisschen nacharbeitet, dann sieht man, dass das mit den Zinnen hinhaut. Ein bisschen muss man dann hier den Pinsel dann ein bisschen kleiner machen und dann vielleicht hier noch ein bisschen ausbessern, da noch ein bisschen ausbessern. Da geht es dann ins Detail, da kann man sich also dann wunderschön spielen und kann man also stundenlang das Ganze verbessern, solange bis man gar keine Lust mehr hat, irgendwas zu verbessern. Aber Photoshop lebt halt auch davon, dass man exakt arbeitet, denn am Ende des Tages entscheidet nämlich die Qualität über Auftrag oder Nichtauftrag. Und wenn der Kunde dann am Ende des Tages sagt, ja, das ist alles scheiße und ich will es überhaupt nicht mehr, ja, dann steht man natürlich da und denkt sich, hätte ich doch ein bisschen genauer gearbeitet. Aber Gott sei Dank ist das jetzt nicht für den Kunden, sondern nur zum Vorführen. So, jetzt haben wir hier noch Punkte, die wir mit reinnehmen könnten. Ja, die müssen wir auch noch ausbessern oder rausnehmen, weil da ist nämlich der Himmel im Hintergrund, der hat dann eine bestimmte andere Farbe. Wenn man das jetzt alles ausgewählt hat, dann geht man, ja, kann man wieder rausgehen, dass man das in der Gesamtheit sieht. Dann gibt es hier oben, wenn man das Schnellauswahlwerkzeug nimmt, die sogenannte Kante verbessern Funktion. Mit der kann ich jetzt über den Smart Radius das Ganze noch anpassen, dass das Ganze ein bisschen besser ausschaut. Dann runde ich das Ganze noch ab, nehme noch ein bisschen weiche Kante mit rein, dass die Übergänge passen, drücke auf OK und dann passt es. Im Übrigen habe ich jetzt die Fahne vergessen, aber die lassen wir jetzt einfach mal weg, weil ja, das mit den Fahnen ist heutzutage sowieso nicht mehr in. So, wenn wir das jetzt gemacht haben, dann mache ich hier mal eine Duplizierung der Ebene, weil auf der Hauptebene, die gesperrt ist, kann ich nichts machen. Und dann drücke ich einfach auf Entfernen und dann nimmt er mal in dieser Ebene das weg und dann kann ich die Unterebene wegmachen und dann sieht man, aha, Steuerung D, Auswahl und dann sehe ich, aha, alles klar. Ich habe den Himmel jetzt weg. Wie bekomme ich den anderen Himmel jetzt da rein? Das geht eigentlich relativ einfach. Ich nehme das Ganze, nehme die Pfeilauswahl und ziehe das Ganze per Drag and Drop da rein. So, jetzt ist natürlich drüber, das will ich natürlich nicht. Dann ziehe ich die Ebene drunter und zack, habe ich eigentlich schon im Großen und Ganzen den Himmel ersetzt. Jetzt geht es halt an die Feinarbeit, denn bei den Bäumen zum Beispiel ist der Algorithmus nicht ganz so genau. Das muss ich dann noch über das Stempelwerkzeug ein bisschen ausbessern, die richtige Ebene auswählen und dann hier den Hintergrund mit dem Stempelwerkzeug noch ein bisschen wegmachen, dass man also den weißen Himmel nicht so durchsieht und die Kante nicht. Ja, da muss ich dann ein bisschen quasi die Bäume mit dem Stempel wieder füllen, damit also dieser Übergang nicht sichtbar ist. Im Großen und Ganzen, wenn das Bild dann relativ klein ist, dann würde dadurch ja auch, ja, wie zum Beispiel im Postkartenformat, kann man also das hier hinten eigentlich. Man muss nicht so genau arbeiten, also es schaut jetzt eigentlich nicht so aus, als wären die Bäume künstlich. Wenn man an der Postkarte hat, dann sieht man es sowieso nicht mehr. Aber das ist jetzt mal, wie man einen Himmel ersetzt. Das geht relativ schnell, geht mit allen Hintergründen, funktioniert auch mit Menschen. Das heißt also, wenn ich einen Menschen rausnehmen will aus einem Bild und den Hintergrund ersetze, zum Beispiel durch irgendwas anderes, dann ist es eigentlich relativ einfach zu bewerkstelligen. Und mit diesem Schnellauswahlwerkzeug Kante verbessern und dann einfach eine Ebene dahinter. Relativ einfach. Was ich jetzt noch machen kann, ich kann die hintere Ebene natürlich noch über Sättigung und über Kurven ein bisschen anpassen, indem ich den Himmel dann vielleicht sogar noch ein bisschen satter mache, also dass das Blau noch richtig kräftig rauskommt. Also gibt es sehr viele Möglichkeiten, das Ganze dann anzupassen. Es gibt auch hier die Möglichkeit, über dieses Tool den Himmel von der Helligkeit her zu verändern
Oder wenn ich jetzt zum Beispiel das Grün auch anders machen will, dann muss ich da die andere Ebene nehmen. Aber wenn ich dann hier nochmal in die Kurven reingehe und das Ganze dann hier verändern will, sehe ich also, kann ich also den unteren Bereich auch noch ändern, kann man sich dann ein bisschen spielen. So, das war's jetzt, Himmel ersetzen in Photoshop CS6. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffentlich könnt ihr es auch mal brauchen. Ciao!